Hallo zum ASVZ zu Hause. Ich bin die Isa. In den nächsten circa 30 Minuten trainieren wir die sehr spezifische Kraft und Beweglichkeit. Let's go! Die Hände auf die Knie geben und den Rücken gut auf beide Seiten durchbiegen. Alle Bewegungen versuchen wir in einer möglichst großen Bewegungsweite zu machen. Genau, auch die Atmung tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Diese Bewegungen, jetzt geben wir die Hände weit nach hinten hier, die Füße bleiben auf dem Boden und schräg auf die andere Seite und hier noch auf die Zehen. Hier nach unten und wieder nach oben. Das sind alles Bewegungen, die wir auch vor dem Surf- oder Paddeltraining machen können. Gut, auch gut auf die Zehen. Gut, jetzt bleiben wir auf den Füßen und die Bewegung wird schneller. Und noch etwas schneller. Und noch etwas schneller. Jawohl, und auf die andere Seite. Hinten tief, schräg vorne hoch. Hinten tief, schräg vorne hoch. Versuch hier ganz tief in die Knie zu gehen und hoch. Jetzt bleiben wir auf den Füßen und werden hier schneller. Möglichst schnell, hopp, große Bewegungen. Jawohl, und wir strecken uns zur Decke. Mit den Händen Richtung Boden, gerade Rücken und wir kommen in die Plank. Langsam nach unten, Füße flach und kommen hier hoch. Die Fersen Richtung Boden, jetzt mit den Knien auch Richtung Boden, 5 cm vorher stoppen und den Körper nach vorne schieben. Einen runden Rücken machen und auf die andere Seite. Hochschauen und wieder zurück. Wir führen das dreimal durch. Knie Richtung Boden. Nach vorne schieben, rund. Auf die andere Seite hochschauen und wieder zurück. Noch einmal große Bewegungen. Bauch einziehen hier, ganz rund machen. Und auf die andere Seite hochschauen und wieder zurück. Wir heben das rechte Bein weit nach oben, Fuß zwischen die Hände, den Ellbogen neben den Fuß ablegen und jetzt bewegen wir den Fuß zur Seite. Hier, duck, 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 das Bein ist gestreckt. Und den Arm über den Kopf nehmen. Die Hüften nach oben hier. Hüften weit nach oben. Sehr gut, wir kommen wieder in die Plank. Nach hinten, Fersen auf dem Boden. Schultern durchbiegen, das linke Bein weit in die Höhe. Zwischen die Hände, Fuß nach draußen. Hüften hoch hier. Und den Arm über den Kopf führen. Die Hüftbeweglichkeit für unsere Surf Skills sehr entscheidend. Genau, wir kommen wieder zurück hier. Das linke Bein noch nach vorne wieder. Den Ellbogen hier neben den Fuß geben. Sehr gut, wir bleiben mit den Händen und kommen mit dem rechten Bein noch nach vorne. Und wir schauen hier unseren Händen nach, einer nach dem anderen. Vielleicht bist du nur hier, aber versuch, die Knie über die Zehen zu bringen und vor allem die Fersen auf dem Boden lassen. Genau, wir kommen wieder zurück
in die Plank. Langsam nach unten. Füße flach. Hochkommen. Fersen auf dem Boden und mit den Füßen um die Hände springen. Wir setzen uns ab. Füße hoch. Langsam Wirbel für Wirbel nach unten und wieder hochkommen. Noch einmal Wirbel für Wirbel nach unten und noch einmal hoch. Nach unten. Wir bleiben, beide Beine gestreckt, das linke in der Luft und das rechte hin und wieder nach unten. Hoch und wieder nach unten. Die Nase ist so weit oben wie nur irgendwie möglich. Beide Beine sind gut durchgestreckt. Wir nehmen die Arme noch über den Kopf. Du machst das, was für dich stimmt. Und hier machen wir noch 5, 4, 3, 2. Es bleiben beide oben und das andere Bein geht nach unten. Rechts ist oben ganz gestreckt, vielleicht nur hier unten, vielleicht hier. Und das linke Bein hoch. Und wieder zurück, hoch und wieder zurück. Wenn es geht, die Arme noch über den Kopf. Hier noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir lassen es oben. Kurz ausruhen, die Knie anziehen, noch einmal beide Beine strecken. Etwas hochkommen mit den Schultern und langsam die Beine gestreckt nach unten führen, nur bis dorthin, wo der Rücken noch auf dem Boden bleibt. Und wieder hoch. Vielleicht kannst du die Arme sogar über den Kopf nehmen. Langsam senken und wieder hoch. Noch einmal langsam senken, noch langsamer und wieder hoch. Noch einmal hier in die Schere kommen. Nase zum Knie, die Arme dort, wo es geht für dich. Und jedes Mal, wenn du die Beine wechselst, mit der Nase noch etwas höher kommen. Und hoch. Und hoch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Genau, die Beine anziehen. Jetzt das rechte Bein, den Fuß auf das Knie geben und hier die Hüften nach oben. Das Knie gut nach außen drücken. Das Gewicht ist auf der Ferse. Die Zehen kannst du sogar ein bisschen in die Luft heben und mit den Hüften nach unten und wieder nach oben. Große Bewegungen. Das ist eine gute Übung, um unser Knie stabil zu machen. Das Ziel ist ja, möglichst viel Zeit auf dem Surfbrett zu verbringen mit den Füßen und nicht nur mit dem Bauch am Paddeln. Wir machen da noch 5, 4, 3. Zwei, der letzte oben bleiben und die Füße wechseln. Knie nach draußen, Belastung auf der Ferse unten und Gesäß nach unten und wieder oben. Unten, wieder oben. Genau. Langsame Bewegungen durchführen. Hier noch 5, 4, 3, 2 und der letzte. Wir verschränken die Beine, sitzen auf, Hände hinter das Gesäß und die Hüfte nach vorne bringen. Vom vielen Sitzen auf dem Surfbrett ist diese Dehnung immer sehr wichtig. Jawohl. Gut, wir bleiben sitzen. Beide Beine etwa 90 Grad vor uns und kommen hier hoch, die Hüften nach vorne. Die Arme sind ausgestreckt und wir versuchen hier die Beine zu wechseln, ohne den Boden zu berühren. Das ist auch eine sehr gute
Vorbereitungsübung am Morgen vor dem Surfen. Ganz große Bewegungen. Jede Seite noch einmal und hoch und wechseln und hoch. Gut, dann kommen wir wieder in die Plank. Das rechte Bein in die Luft. Wir ziehen das Knie zur Nase und führen das Knie zwischen den Händen auf den Boden und wieder hoch. 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 Noch 5, 4, 3, 2, 1. Den Fuß zwischen die Hände. Wir kommen hier hoch. Und wieder in die Plank zurück. Dasselbe mit dem linken Knie. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aufstellen, hochkommen, die Hüfte strecken und wieder nach unten kommen. Wir drehen uns zur Decke und wieder nach unten. Wir drehen uns zur Decke und wieder nach unten. Große Bewegungen, wenn es dir zu streng ist, kannst du auch auf dem Ellbogen dasselbe machen. Noch 5, 4, 3, 2. Der letzte und dann bleiben wir oben gestreckt und versuchen noch, das Knie zum Ellbogen zu führen und wieder strecken. Knie zum Ellbogen und wieder strecken. Genau. Das hilft auch, unsere Stabilisationsmuskulatur in den Schultern auch zu stärken. Gut, wir haben noch 4, 3, 2 und der letzte. Wir drehen auf die andere Seite. Und ganz große Bewegungen unten durch. Ups! Und nach hinten drehen. Unten durch. Und nach hinten drehen. Unten durch und nach hinten. Wir machen noch 5, 4, vielleicht bist du schon 3 auf den Knie, auf dem Ellbogen. Auch gut. 2. Der letzte. Genau hier gut schauen, dass du da nicht so einknickst, sondern draußen bleibst. Sonst lieber auf den Ellbogen. Knie Richtung Ellbogen. Und wieder strecken. 2, wir machen 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der letzte. Wir kommen in die Plank, stoßen uns nach hinten, Fersen auf den Boden. Das rechte Bein in die Luft, wir kippen den Fersen auf die andere Seite Richtung Boden, öffnen die Hüfte zur Decke. Dann kommen wir in die Plank und führen dieses rechte Bein quer zum Ellbogen, zum linken Ellbogen und bleiben hier etwas und wieder zurück. Das führen wir langsam 5-mal durch, das war Nummer 2. 3, 4 und Nummer 5. Zurück, jetzt stellen wir dieses Bein zwischen die Hände. Knie hinten nach unten, hier nach oben kommen. Hier wieder gut die Hüften durchdrücken. Jetzt packen wir hinten den Fuß. Vielleicht kannst du das hier unten, vielleicht bist du hier oben. Dort, wo es für dich geht. Das Knie drückst du in den Boden.
Das hilft, hier die Dehnung zu verstärken. Gut, wir lassen wieder los, gehen zurück, beide Fersen auf den Boden. Jetzt das linke Bein in die Luft, Ferse auf der anderen Seite Richtung Boden und die Hüfte zur Decke strecken. Gut die Hüfte öffnen, dann dieses Bein quer zum anderen Ellbogen führen. Vorne bleiben und wieder zurück. Vorne bleiben, noch etwas und wieder zurück. Jetzt haben wir noch drei. Bleiben, wieder zurück. Wir haben noch zwei. Bleiben, wieder zurück. Und wir haben der letzte, den letzten. Bleiben, wieder zurück. Den Fuß zwischen die Hände. Knie auf den Boden und hochkommen. Hier die Hüften gut nach vorne schieben. Hinten den Fuß packen, vielleicht erreichst du auch nur deine Hose. Dort sein, wo es stimmt für dich. Knie Richtung in den Boden hineindrücken. Gut, lösen. Wir kommen wieder in die Plank. Jetzt führen wir die Knie etwas Richtung Boden. Sie halten 5 cm vorher. Den Bauch ziehen wir ein, sind etwas breiter mit den Füßen und berühren mit der linken Hand die rechte Schulter. Wechseln mit der rechten Hand die linke Schulter. Wir versuchen, dass nur die Arme sich bewegen. Die Hüften bleiben dort, wo sie sind. Jede Seite noch 5-mal, noch 4-mal, noch 3-mal, noch 2-mal. Das letzte Mal, aber wir bleiben oben und gehen ganz langsam, heben wir den Fuß hinten und die gegenüberliegende Hand und machen einen langsamen Schritt nach vorne. Der Körper bleibt gerade. Hopp. Nach vorne und jetzt wieder nach hinten. Ganz langsam laufen wir hier wie ein Bär in langsam oder ein Gecko. Der macht das ja auch so ähnlich. Hin und zurück. Der Bauch ist eingezogen und stabilisiert. Hervorragend. Gut, dann setzen wir uns mit dem Gesäß zwischen die Beine hinten auf die Füße und geben etwas Druck vorne auf die Hände. Wir geben die Hände etwas auf die linke Seite, denn die rechte Hand oben hat etwas mehr Druck. Ziehen uns die Seite lang und wechseln auf die andere Seite. Ziehen auch hier die Seite lang. Gut, so kommen wir etwas zu einer Ruhepause, bevor es weitergeht. Wir legen uns hin, linke Fuß aufgestellt, rechtes Bein gestreckt, linker Arm gestreckt. Wir kommen über das Kreuz hoch zum Fuß und wieder nach unten. Hoch und wieder nach unten. Hoch. Und wieder nach unten. Noch 7. Tief. 6. 5. 4. 3. 2. Beim letzten bleiben wir oben. Hier oben bleiben. Und jetzt ganz kleine 10-mal. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, der letzte. Und wir wechseln das Bein auf die andere Seite. Hochkommen und wieder tief. Hoch und wieder tief. Hoch und wieder tief. Hoch und wieder tief. Das sind noch 5, noch 4, noch 3. Noch 2. Beim nächsten bleiben wir oben
Und jetzt machen wir ganz kleine zusammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die Beine verschränken, hochkommen und die Hüfte nach vorne strecken. Puh. Gut, wir kommen wieder in die Plank. Fersen nach unten, das rechte Bein hoch, Fuß zwischen die Hände, Hinterfuß 45 Grad am Boden und die Arme über den Kopf führen. Da deine Hüften zeigen gerade nach vorne. Auf die Seite öffnen, Arme parallel zum Körper, das vordere Bein strecken und mit der Hand zum Schienbein, wo auch immer du bist. Versuch über dem Körper zu bleiben, vielleicht etwas tiefer hier unten, vielleicht etwas höher oben. Gut, dann wechseln wir das Bein, 45 Grad, Arme oben, Hüften nach vorne. Die Arme parallel zum Körper, Hüften nach vorne schieben, Bein strecken und mit der Hand zum Schienbein ziehen, noch den Arm über den Kopf. Gut, ich glaube, jetzt haben wir Power für Liegestützen. Beide Hände neben den Fuß. Hier starten wir. Entweder, wenn du nicht mehr kannst, schön langsam immer auf den Knien. Du kannst immer, ich werde immer eins schwieriger, du kommst einfach auf diese Position zurück, wo für dich geht. Vielleicht auch hier auf den Füßen. Gut, schön langsam die Wiederholungen durchführen. Jetzt wird es eins schwieriger, wir werden breiter und gehen zur rechten Hand tief. Und wieder hoch, dies zweimal. Vielleicht auf den Knien, vielleicht auch auf den Füßen. Und jetzt gehen wir nach links. Nach links tief, aber dann wieder hoch. Nach links tief und wieder hoch. Noch einmal. Beide Seiten, zwei Wiederholungen. Hopp. Und auf die andere Seite. Hopp, jetzt wird es noch eins schwieriger. Wir gehen seitwärts tief und führen das Knie zum Ellbogen und wieder hoch. Dies auch zweimal, jede Seite. Vielleicht einfach nur normale Liegestützen. Vielleicht das. Wenn es dir zu einfach ist, wir machen beide Seiten noch einmal, dann bist du auf den Füßen. Aber unsere Arme sollen stark werden, für alles, was uns da erwartet auf dem Wasser. Genau, sehr gut. Wir legen uns hin, die Hände hinter dem Gesäß verschränken und kommen hier hoch. Die Füße kommen in die Luft und sind zusammen. Und die Hände vorne zusammengeben, hinten zusammengeben. Vorne und hinten. Die Füße sind da immer, die drücken zusammen. Dann haben die Beine auch immer etwas zu tun. Genau, jetzt bleiben die Arme vorne, ein Arm, der andere hinten und Paddelbewegungen. Ich versuche ganz, ganz still zu halten, den Rest des Körpers und nur die Arme bewegen sich. Gut, jetzt bleiben die Arme vorne und nur die Beine bewegen sich. Nach unten und nach oben. Gut, langsam die Arme nach hinten und wieder nach vorne. Die Beine bleiben nach hinten und wieder nach vorne. Jetzt die Beine zusammen und vorne die Arme nach unten und nach oben. Gut, etwas schneller. Jetzt bleiben die Arme still. Und wir kommen noch etwas höher.
noch etwas höher. Und nach hinten drücken. Die Fersen auf den Boden. Die Schultern durchdrücken. Gut gemacht. Wir kommen noch einmal in die Plank, langsam nach unten. Noch einmal alles in die Luft, Füße in die Luft. Die Hände sind neben den Schultern. Auf los geht's los. Da gibt's ein Pop-up. Irgendwann wollen wir ja mal die Welle runtersurfen, nicht? Auf go. Gehen wir, stehen wir zusammen auf. Und go. Und wieder nach unten. Alles bleibt oben. Und hopp. Und wieder nach unten. Noch einmal. Und hopp. Und wieder nach unten. Jetzt versuchst du das etwas leiser. Und go. Und wieder nach unten. Und go. Und wieder nach unten. Gut, alles oben lassen. Wir wollen dasselbe natürlich auch noch auf die andere Seite machen. Möglichst schnell hintereinander aufstehen und gleich wieder in diese Position kommen. Also das andere Bein vorne und hopp, aufstehen und wieder nach unten. Und hopp, aufstehen und wieder nach unten. Achtung, und hopp, aufstehen und wieder nach unten. Jetzt hochkommen, Ferse nach unten bringen. In die Plank, langsam tief, Füße flach, hochkommen. Und noch einmal nach hinten. Fersen auf den Boden. Wir marschieren langsam mit den Füßen zu den Händen. Setzen uns ab, Beine gestreckt. Und jetzt für einfacher die Knie anziehen, für etwas schwerer. Die Beine gestreckt lassen, 10-mal hier nach oben und wieder unten. Nach oben und wieder unten. Das war Nummer 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Oben bleiben, halten. Gut, und wir legen uns hin. Beide Beine gestreckt, das linke ziehen wir an, das rechte ist in der Luft. Der gegenüberliegende Ellbogen geht zum Knie und wir wechseln. Hier jedes Mal eine große Bewegung, sehr hoch kommen, komm noch etwas mehr hoch. Jawohl, jetzt bleiben wir immer ein bisschen hier und drücken den Ellbogen und das Knie zusammen. Und dann wechseln wir. Und wir drücken hier beides zusammen. Und noch einmal wechseln. Und hier beides zusammen. Gut, jetzt hier noch etwas stärker. Drück stärker. Und noch die andere Seite. Stärker drücken. Jetzt machen wir noch 4 schnellere. 1, 2, 3, 4. Die Knie anziehen und ein bisschen hin und her wiegen. Jetzt kommen wir hier jedes Mal auf die Füße und hinten mit den Händen, mit den Füßen zu den Händen. Auf die Füße und wieder nach hinten. Wenn wir auf den Füßen sind, die Zehen strecken und wieder nach unten. Hopp, und hier. Die Zehen strecken und wieder nach unten. Und noch einmal die Zehen strecken und wieder nach unten. Wir bleiben liegen. Das rechte Bein über das linke hier zwischendurch fassen. Und das Bein anziehen. Wir verschränken die Beine noch etwas mehr und packen hier beide Füße und stoßen die Füße etwas Richtung Decke.
Genau, jetzt drehen wir uns auf die Seite, wo das Bein oben ist. Und mit dem oberen Arm auf die andere Seite nach hinten. Schau dem Arm nach. Kommen wir wieder hoch. Das andere Bein auf das Knie legen und den Oberschenkel zur Brust ziehen. Das äußere Knie richtig stark nach außen drücken. Genau, dann beide Beine etwas mehr verschränken, die Füße hier packen und etwas Richtung Decke stoßen. Ich kann leider nicht sagen, du machst das gut, aber du machst es sicher hervorragend. Ich sehe es ja nicht. Gut, dann drehen wir uns wieder, dass das obere Knie auf dem Boden ist, auf der anderen Seite, und nach hinten verdrehen. Auch diese Bewegungen hervorragend nach einem Surftag. Wir dürfen ja etwas träumen. Wichtig. Gut. Wir lösen das auf, setzen uns hin, das rechte Bein über das linke, packen hier das Knie und drehen uns zum vorderen Knie. Dann wechseln wir die Beine. Dasselbe auf diese Seite. Gut, dann die Füße, die Beine so verschränken, die Arme hinter dem Gesäß auf dem Boden, die Schultern richtig tief und das Ohr auf die Schulter legen. Der rechten Seite und Richtung Decke schauen. Noch auf die andere Seite und Richtung Decke schauen. So, voilà. Du bist bereit für Surfen. Das kannst du dreimal in der Woche machen, dieses Krafttraining. Dann hoffe ich, dich bald gesund auf dem Wasser zu sehen. Alles Liebe.